Zahnspangen sind eine beliebte Option, um Zahnfehlstellungen zu korrigieren und ein Shiny-Slatschellen zu erreichen. Es gibt verschiedene Arten von Zahnspangen, die je nach individuellen B1/4-Löffnissen und Präferenzen ausgewählt werden können. In diesem Video werde ich die verschiedenen Arten von Zahnspangen genauer betrachten und ihre Vor- und Nachteile erläutern. 1. Traditionelle Zahnspangen. Traditionelle Zahnspangen bestehen aus Metallklammern, die auf die Zähne geklebt werden und mit Drahtbargen verbunden sind. Diese Art von Zahnspangen ist die bekannteste und am häufigsten verwendete Option. Sie sind effektiv bei der Korrektur von moderaten bis schweren Zahnfehlstellungen und bieten eine kostengünstige Lassung FA1/4R-Patienten. Der Nachteil traditioneller Zahnspangen ist, dass sie auffällig sind und die Mundhygiene erschweren können. 2. Keramikzahnspangen. Keramikzahnspangen sind eine ästhetischere Option im Vergleich zu traditionellen Zahnspangen. Die Klammern sind farblich den Zähnen angepasst, so dass sie weniger auffällig sind. Sie sind wirksam bei der Korrektur von Zahnfehlstellungen und bieten eine diskretere Lassung FA1/4R-Patienten, die sich um ihr Aussehen sorgen. Der Nachteil von Keramikzahnspangen ist, dass sie etwas teurer sind als traditionelle Zahnspangen und möglicherweise schneller verfärben können. 3. Lingualzahnspangen. Lingualzahnspangen werden auf der Innenseite der Zähne angebracht, so dass sie von außen nicht sichtbar sind. Diese Art von Zahnspangen eignet sich besonders FA1/4R-Patienten, die eine ästhetische Lassung B1/4 wünschen. Lingualzahnspangen sind zwar effektiv bei der Korrektur von Zahnfehlstellungen, aber sie können unangenehm sein und die Sprache beeinträchtigen. 4. Invisaligen. Invisaligen ist eine innovative Behandlungsoption, die transparente Kunststoffschienen verwendet, um Zahnfehlstellungen zu korrigieren. Diese Schienen sind herausnehmbar, so dass sie während des Essens oder der Zahnreinigung abgenommen werden können. Invisaligen bietet eine ästhetische und komfortable Lassung FA1/4R-Patienten, die diskret behandelt werden möchten. Der Nachteil von Invisaligen ist, dass sie möglicherweise nicht so effektiv bei der Korrektur von schweren Zahnfehlstellungen sind wie herkömmliche Zahnspangen. 5. Selbstligierende Zahnspangen. Selbstligierende Zahnspangen verwenden spezielle Klammern, die ohne Gummibarende auskommen. Diese Art von Zahnspangen ermöglicht eine schnellere Behandlungszeit und weniger häufige Besuche beim Kieferorthopäden. Selbstligierende Zahnspangen sind effektiv bei der Korrektur von Zahnfehlstellungen und bieten einen höheren Tragekomfort. Der Nachteil ist, dass sie etwas teurer sind als traditionelle Zahnspangen. Insgesamt gibt es verschiedene Arten von Zahnspangen, die je nach individuellen B1/4-Löffnissen und Präferenzen ausgewählt werden können. Es ist wichtig, mit einem qualifizierten Kieferorthopäden zu sprechen, um die beste Behandlungsoption FA1/4R ihre spezifische Situation zu finden. Während traditionelle Zahnspangen die bekannteste Option sind, bieten moderne Alternativen wie Keramikzahnspangen, Lingualzahnspangen, Invisaligen und selbstligierende Zahnspangen ästhetischere und komfortablere Lassungen. Letztendlich ist es wichtig, die richtige Zahnspange zu wählen, um ein Shiny-Slatschellen und eine gesunde Zahnstellung zu erreichen.